herzlich willkommen in einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Ich habe euch heute ein Quickie mitgebracht. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, es wäre eine super Gelegenheit. Und falls ihr mir einen Kommentar schreiben wollt, herzlich gerne. Ich freue mich darüber. Quickie, mal wieder. Ich versuche ja immer mal so eine kleine Idee reinzustreuen und das ist jetzt hier wieder mal Marke Quickie. Ich hatte was über und ich wollte was Kleines noch machen, um es noch einer lieben Person mitzuschicken, mit einem Brief, den ich eh mitschicken oder verschicken wollte. Und mir fielen ein paar Reste, klingt immer so abfällig, also ein paar Teile in die Hand, wo ich sage so, cool, die sind da und dort übergeblieben. Und sie suchen einen neuen Wohnort und sie suchen eine neue Aufgabe und die haben sie gefunden. So, ich hatte hier ein bisschen Stamperia oder Stamperia oder wie auch immer ihr es nennen wollt, macht was ihr wollt. Für mich ist es Stamperia, weil es einfach cooler klingt. Papier übrig. Ich habe ein bisschen Spitze gehabt und ein paar Seiten Gedöns. Gucken wir doch mal rein. So, also einmal, das ist hier die kleine Form, also 8x8 Inch. Ne, 6x6. Was ist denn das? Also die kleinen Papiere halt hier. Was haben wir denn hier? Wir haben, ja, 20x20 sind das. Ja, genau. So, und dadurch, dass die nicht ganz abdecken, habe ich die Spitze noch mit drüber genommen. Habe hier ein kleines, süßes, feines, so, bin ich noch im Bildausschnitt, hier, Notebook gezaubert. Und habe natürlich ein bisschen Platz hier im Deckel zum Schreiben, ein bisschen handgeschöpftes Papier mit Umzeichen. Mir fiel das in die Hände, weil das hier golden ist. Und hier oben die Buchseiten, weiß nicht, kann man nicht erkennen, ja, vielleicht ein bisschen, sind auch golden. Ich kam überhaupt erst auf diese Idee, weil ich ein Buch auseinandergenommen habe, ein schwedisches. Und die ersten Seiten, also die ersten mal 4, 5 Seiten sind beisammen geblieben, ganz heile und kompletti. Und hier hinten sind auch noch mal 2 zusammengeblieben. Ich dachte mir so, das riecht doch nach einem kleinen Extrabüchlein. Dementsprechend habe ich hier moderner Meisterwerk, also ein modernes Meisterwerk, auseinandergenommen und neu verarbeitet. Hier wieder Platz zum Schreiben. Ich dekoriere hier gar nicht viel drin rum. Das bleibt einfach, wie es ist. Hier haben wir von dem Knut Hansen, nee, Hamsun, ein Foto mit Unterschrift. Hier so ein ganz feines, leichtes Papier, wie sie auch in den Fotoalben sind. Und ja, genau, Markens Gröder hieß das Buch, das es jetzt nicht mehr gibt. Und es ist von 1929, also ist auch schon ein paar Jahre alt. Und hier habe ich dann aus dem gleichen Papierset, wo ich auch das Cover her habe, habe ich dann 2 Karten genommen, nochmal in der Mitte, hier mit ein bisschen Spitze reingesetzt als weiteren Schreibplatz. So, dann kommen nochmal die 2 Seiten, die auch noch einfach gerettet wurden aus dem Buch. Rest des handgeschöpften Papieres. Und hier habe ich das Ganze einfach mit einem Streifen Leinen außen eingebunden. Und hier in der Mitte habt ihr auch schon gesehen, ist ein zweiter Streifen Leinen. Der Platz zum Schreiben. Fertig ist der Lack. Hier muss gar nicht viel dran und drum und tüdelü. Und ich werde hier auch nichts weiter dran machen, also keine Buchecken oder ähnliches, weil ich einfach finde, das hat hier seine Daseinsberechtigung genauso, wie es ist. Es ist ein kleines, süßes Extra-Notebook. Es hat mich, keine Ahnung, 10 Minuten Arbeit gekostet, vielleicht eine Viertelstunde mit überlegen, welche Spitze ich nehme und welche Leinenstreifen ich jetzt nehme. Also, ich finde, es ist total süß geworden. Bin mal gespannt, was die Beschenkte dazu sagt. Und ja, damit ende ich eigentlich auch schon meinen Quickie. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr mich hier besucht habt. Ich freue mich auch, dass ich noch keinen blöden Kommentar über meine Hände bekommen habe, weil die immer voller Kleber sind. Ich meine, immerhin sind die Fingernägel jetzt nicht in irgendwelchen schrillen Farben, die ich von Stempelfarbe habe. Also, ich freue mich über coole Kommentare, definitiv. Ich schreibe euch auch zurück. Und ja, hinterlasst gerne ein Like, Kommentare, Abos und ein bisschen Liebe für die Welt. Bis demnächst in diesem Kino.